Hallo Leute, in diesem Video ein paar grundlegende Befehle für Dateien und Verzeichnisse auf der Kommandozeile unter Debian. Als erstes zaubern wir uns einmal eine Kommandozeile her. Und vergrößern uns die ein bisschen mit Steuerung plus. So. Mit CD kann ich in ein Verzeichnis wechseln. So. Mit CD zum Beispiel probieren wir jetzt mal in die Root zu wechseln. So, mit cd slash wechseln wir nun einmal ins Root-Verzeichnis. Dann könnten wir zum Beispiel uns einmal den Verzeichnisinhalt mit ls anzeigen lassen. Wenn ich zu ls zum Beispiel eine Hilfe dazu brauche, probiere ich einmal so, mir eine Hilfe dazu anzuzeigen. Dann probieren wir mal ls-l. Jetzt habe ich quasi ein Listenformat und sehe das Ganze untereinander mit den ganzen Berechtigungen. So, jetzt könnten wir zum Beispiel den aktuellen Pfad mit pwd anzeigen und sehen, dass wir hier im Root-Verzeichnis sind. Jetzt könnten wir hier auf der Root-Ebene ins Verzeichnis umgehen. Mit Tabulator kann ich eine Autovervollständigung hervorzaubern. Gehe ins Home-Verzeichnis vom Administrator. Checke, wo ich gerade bin. Ich bin im Administrator seinem Home-Verzeichnis und erstelle ein neues Verzeichnis und nenne das aaa-daten. Jetzt kann ich wieder ls eingeben oder ls-l und sehe nun hier quasi das eben erstellte Verzeichnis. So. Die Größe reicht, glaube ich. Wir nehmen mal, ob es den Befehl auch noch gibt. Das ist das gleiche. Gut. Hier machen wir nun wieder einen Ordner. Jetzt geben wir beispielsweise mal an .backslash aa-daten und nennen den Ordner 1 ls-l zeigt mir jetzt hier nichts an, was ich brauchen kann. Das heißt, wir gehen mit cd wieder ins Unterverzeichnis. Punkt kennzeichnet immer den aktuellen Pfad, wo ich gerade stehe. Drücke jetzt beispielsweise nur O für Ordner und schaue, ob ich mit der Tab-Taste weiterkomme. Gut, das funktioniert jetzt nicht. Dann schauen wir mal mit pwd, wo wir gerade stehen. Okay, dann schauen wir jetzt mit cd ins Datenverzeichnis und dann in Ordner 1 Enter. Jetzt sehen wir hier, ich bin nun in Ordner 1. So, mit rmdir kann ich ein leeres Verzeichnis löschen. Logischerweise nur funktionieren, wenn ich nicht im Verzeichnis bin, das ich löschen will. Man sieht auch schon, mit --help kann ich mir die Hilfe anzeigen lassen.
machen wir das ein bisschen kleiner. So, kann man eh vergrößern. So, passt, lassen wir das immer so. Und ich sehe nun hier die Syntax von der Kommando, von diesem Kommandozeilenbefehl. RM, Option und Verzeichnis. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen RM dir, P für Parents und V für Verbose. Das heißt, sei gesprächiger und zeig quasi alles an, was du machst. Und jetzt schreiben wir dann rein. Das Verzeichnis, das ich löschen will. Gut, jetzt sollte ich wahrscheinlich ins Verzeichnis, ins drübere Verzeichnis wechseln. Okay. Schauen wir mal, welche der Varianten hier funktioniert. Machen wir mal eine Tilde. So, ich bin nun wieder in ein höheres Verzeichnis gegangen und habe mir hier mit der Tilde sozusagen rausgeholfen. Bin jetzt im Home-Verzeichnis vom Administrator und sage jetzt rmdir .backslash Daten Ordner 1 Enter. Das Verzeichnis kann nicht gelöscht werden, weil es nicht existiert. So, jetzt erstellen wir das Ganze wieder und erstellen auch einen Unterordner 1. So, jetzt probieren wir rmdir.backslash/daten-ordner-1 und setzen davor ein minus V für verbose. Okay, dann probieren wir ein minus P. Schauen wir nach, was uns die Hilfe vorher verraten hat. Parents. P haben wir. Gut, ich muss das Unterverzeichnis nur noch mal zuerst löschen. Das heißt, Unterordner funktioniert nicht. Tun wir das P weg. Super. Gehen wir den nun weg. So. Jetzt schauen wir nur noch mal, was mir hier angeboten wird. ls-l. Mein Ordner AAA-Daten ist weg. Cool. So. Machen wir uns wieder einen neuen. Mit den Pfeiltasten kann ich hier übrigens in der Kommandozeile mir die oberen Befehle wieder sozusagen hervorholen. Jetzt haben wir hier wieder den Ordner mit den Daten drinnen. Mit CP beispielsweise könnte ich Dateien kopieren. Ich sehe hier CP, Option, Quelle und Ziel. So. Probieren wir jetzt einfach einmal CP, Daten, nach Daten 2. Okay, das mag das Ding nicht. Versuchen wir nun mal eine Datei anzulegen und sagen touch Datei 1. Passt,
die Datei sollte nun da sein. ls-l von Daten. So, hier haben wir nun meine Datei. Das sehen wir daran, dass hier bei den Berechtigungen vorn kein D für Directory, sprich Ordner steht. So, jetzt können wir beispielsweise noch einen symbolischen Link erstellen und sagen, die Quelle für die Datei ist Daten Datei 1. Der Linkname heißt Link unterstrich Datei 1. So. Das ist jetzt quasi eine Art Verknüpfung auf diese Datei, wie man sie unter Windows kennt. Wenn ich jetzt ls-l mache, sieht man so einen Link an der entsprechend anderen Farbe und auf welche Datei dieser Link verweist. Jetzt versuchen wir mit rm einfach einmal die Datei zu löschen. So, sie ist gelöscht. Und schauen uns das wieder an. Jetzt sehen wir hier, dass dieser Link quasi ins Leere verweist, da die Quelldatei nicht mehr existiert. Ein paar grundlegende Infos zur Kommandozeile, beziehungsweise ein paar Schalter, die immer wichtig sind. Punkt i für Interactive heißt so viel wie Nachfragen, dass der Benutzer nach irgendetwas gefragt wird. Minus f für Erzwingen und Force. Minus v für Verbose, ausführliche Informationen abgeben. Und am besten ein großes R für Rekursiv oder Recurse. Das heißt, es wird alles nach unten hin durchgeführt. Alle Unterordner und alle Unterdateien zum Beispiel werden ebenfalls gelöscht.